Was geht ab? Manuel Gonzalez hier, diesmal von der Straße wieder live. So, Freunde, da sind wir auch schon live und direkt aus Steglitz, was am echt anderen Ende der Stadt in Berlin ist. Und was ich hier mache und was ich jetzt Verrücktes vorhabe, ja, ich sag's euch einfach mal nicht, ich zeig's euch einfach. Und wir gehen da jetzt einfach mal gemeinsam mit. Ihr geht einfach mal mit jetzt. Und wir gucken mal, was dann gleich passiert, ja, würde ich vorschlagen. Da müsste auch irgendwo gerade, habe ich kurz gewartet noch, da vorne müsste eigentlich gerade der Mats warten. Und er sagt auch, er hat mir noch ein Geschenk mitgebracht. Das ist ein bisschen creepy. Ich habe nämlich noch Angst, dass er jetzt vielleicht im Tanga da steht. Aber ich glaube, dass es nicht das ist. Ich glaube tatsächlich, hat er noch irgendwie eine coole Person mitgebracht. Vielleicht den Faruk, ne? Vielleicht auch eine Freundin von ihm. Vielleicht hat er mir einmal eine schöne Frau mitgebracht. Man weiß es ja nicht. Wir gucken auf jeden Fall mal, was da gerade los ist. Und da seht ihr schon was. Da gehen wir nämlich gerade hin. Seht ihr das? Gucken wir mal, was da los ist. Ach, Leute, jetzt können wir ganz offen und ehrlich miteinander reden. Er hat mir nicht eine schöne Frau mitgebracht, er hat Faruk mitgebracht. Faruk ist auch schön, aber nicht so eine schöne Frau wie vielleicht andere Frauen. Er ist mehr so ein schöner Mann. Aber da stehe ich halt nicht drauf. Gucken wir mal trotzdem. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, die sind auch miese Prise. Guck mal hier. Tschüss. Digga, der hier. Alter, mein großer Gedanke war eigentlich matt-schwarz mit goldenen Flecken. Und da steht direkt schon, ist das grau oder schwarz auch, oder? Das ist kritisch hier was. Okay, gut, das ist schon wieder zu professionell, da kann ich schon wieder nicht mithalten. Was wollen wir? Ja, für mich, mein Herz schlägt eigentlich für den 458er, aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr zu kaufen, ist das richtig? Gibt schon zu kaufen, habe ich eine neue. Okay. Ja, für mich, ich bin auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite ein Neuwagen, super, auf der anderen Seite gebraucht, natürlich günstiger. Mhm. Und ich komme halt aus dem Unternehmerumfeld, das heißt, für mich ist es halt immer der Gedanke, was ist der große Vorteil an einem Neuwagen, weil den Gebrauchtwagen dann jetzt wirklich deutlich günstiger wird. Das ist mal, Preise sind relativ stabil beim 458. Ich weiß nicht, ob Sie schon informiert. Können da Platz sein. Also, ich bin gerade hier entlang gelaufen bin, konnte ich meine Blicke nicht abwenden von dem hier. Deswegen bin ich auch nicht so Auto. Deswegen würde ich jetzt sagen, verlieren, das ist etwas, was ich gar nicht kenne. Und okay. Ich überhaupt, wo ich gar nicht drauf kommen werde. Okay. Lass mich kurz reden. Ich habe gerade noch jemanden, der mir guten Tag sagen muss. Ich schicke mal den Herrn Tesla kurz. Er erzählt noch nicht zum Beispiel die Autonomie nebenbei. Das hat sich da jetzt nicht so gut. In Zürich gibt es einen, der fährt so rum. Der hat auch einen 458 Coupé. Und der hat den auch komplett mattschwarz mit goldenen Akzenten. Da steht hinten drauf, why so serious? Den finde ich ein bisschen nicer, ja. Den findest du besser? Ja. Ich weiß, was ist das denn für eine? 430. Ja, aber ich bin kein Fahrer, aber trotzdem ist das Mountain, von daher nicht 100%. Die haben natürlich alle ihren ganz eigenen Charakter. Ganz klar. 740 PS. Wahrscheinlich der stärkste GT aktuell. Ist das der auch vorne im Showroom steht? Und dann noch ein Auto? Nein. Was ist das da vorne für? Ich würde ein 488. Der Matte. Ach so, okay, doch, das ist genau der F12, den aufgemotzt. Das ist halt ein auch mit drüben, aber der steht nicht im Verkauf. Nein, das ist ein limitiertes Auto, was es genau 800 Mal gibt weltweit. Da muss man eine lange Ferrari-Historie etc. aufweisen, um so ein Auto zugeteilt zu bekommen. Was heißt denn lange Ferrari-Historie? Ich habe jetzt auch überhaupt erst mitbekommen, dass Ferraris limitiert hergestellt werden. Ja. Das bedeutet, dass man es gibt mehrere Komponenten. Das ist einmal, dass man die aktuellen Fahrzeuge besitzt und auch fährt. Dass man sich mit diesen auf dem Ferrari-Event durchaus auch mal
So, was sagst du? Ja, ist geil, ne? Also sehr, sehr unterschiedlich. Gutes Gefühl. Also ja, eigentlich total. Klar, aber in Berlin ist es natürlich. Ich habe auch, also ich will ja eigentlich, weißt du, so ein Lambo ist ja für mich auch voll interessant, aber weil Chris ja jetzt ein Lambo hatte, habe ich jetzt auch gesagt, so Lambo wird es dann halt nicht werden, weil ich will halt nicht jetzt auch ein Lambo haben. Nur deswegen wird es bei mir dann halt jetzt der Ferrari werden. Wir schauen erstmal die anderen. Eigentlich darf ich mir gar kein Auto holen, weil ich sagte, ich bringe mich um damit. Also ich darf es auch gar nicht sagen, weil dann passiert es noch, weißt du, aber ich habe echt Angst davor. Aber langsam vor allem, dann geht's ja. Ja, ich bin ja in allem so. Ne? Wenn ich arbeite, arbeite ich ja nicht irgendwie 8 Stunden, ich arbeite ja sofort 16 Stunden. Ne? Mhm. Oder wenn ich irgendwie im Gym bin oder sowas, ich mache halt nicht irgendwie 8 Reps, sondern ich mache halt noch den 9. und 10., wo halt das Gefühl hast, da fällt dir halt gleich der Arm ab oder so. Mhm. Ich bin einfach ein extremer Mensch. Ne? Das merkt man auch an meinem Essverhalten zum Beispiel. Ich esse ja auch immer, wenn ich was esse, dann esse ich auch einfach gern viel und auch Scheiße und so. Das ist einfach ein extremes Verhalten immer auch. Und da habe ich auch einfach Angst vor dem Auto, dass wenn ich jetzt halt einfach da fahre, wieder, dass ich wieder das Extrem, genau, ohne Scheiß. Und dann sitze ich ja irgendwie eine schöne Frau nebendran, ich denke so, wenn ich jetzt Gas gebe, ne, dann werden die Nippel hart und dann kannst du mal ordentlich, aber und am Ende fährst du gegen eine Wand, Alter, jetzt ohne Scheiß, da habe ich echt Angst davor. Naja, Mann, machst du schon nicht. Du bist einfach irgendwann gewöhnt dich an den Wagen, so. Dann kannst du ab und zu mal raufdrücken, aber komm, wir gucken an. Ja, lass mal gucken. Was für einer hier der, das ist halt 4,8. Ist der kompakter ein bisschen? Ist der kompakter? Nein. Wirkt irgendwie. Das wirkt. Ja, ja. Aber den feierst du nicht so. Also, doch, den feiert er absolut. Ja. Wollen wir die Preise mit den Preisen haben? Ja, ja, wir hören uns schon, weil erstens, der ist so ein bisschen basic, aber der hat auch goldene und schwarz, direkt schon das, wo ich hin will. Also es wird dann anders aussehen, es wird matt schwarz und die Reifen, die Felgen werden viel mehr auffallen, so richtig glänzend gold sein. Oh, jetzt Freunde, lass doch mal das Mysterium aufklären, weil de facto wir laufen ja vom Gelände, wir fahren ja nicht und der Grund dafür ist schlichtweg, dass ich nicht vorhatte, mir jetzt einen Ferrari zu kaufen, muss ich ehrlicherweise auch sagen da draußen. Nein, aber der Punkt ist, ich habe mir ein Umsatzziel gesetzt und ich habe gesagt, wenn ich das Umsatzziel erreiche, und das sollte innerhalb der nächsten Monate der Fall sein, dann hole ich mir entsprechend einen Ferrari. Ich wollte eigentlich einen Lambo haben, aber weil Chris ein Lambo hatte, habe ich dann gesagt, so, ach, jetzt ist auch irgendwie... Aber ich mache auch Folgendes, weil das hat auch der Herr gerade gesagt, einfach mal alle Autos fahren und dann halt im Nachhinein entscheiden. Ist nur logisch, ne? Also ergibt Sinn. Und das wird halt passieren. Und Leute, was ich damit aber auch ganz, ganz, ganz wichtig euch nochmal mit auf den Weg geben will, das sind die 5 C's of Planning. Das könnt ihr mal googeln. Das ist von Tony Robbins. Und zwar, da fallen verschiedene Phasen an, in denen es darum geht, wenn man etwas umsetzen will. Da ist unter anderem, geht es eben auch um die Creation natürlich. Es geht um... das Wichtigste eigentlich, und das ist auch der Grund, warum wir eben hier gerade waren, das ist Celebration. Also man muss einfach, wenn man was geschafft hat, und dabei ist es auch gar nicht wichtig, ob man Erfolg hatte im Sinne von, sagen wir mal, wir haben jetzt 7 Tage gearbeitet und wir haben jetzt unser Ziel erreicht, oder wir haben das Ziel vielleicht nicht erreicht, aber man muss so oder so auf jeden Fall feiern. Das ist ganz wichtig. Und feiern heißt jetzt nicht, dass man sich irgendwie mit 10 Flaschen Body abschießt oder so. Feiern kann auch sein, dass man sich zum Beispiel ein Auto holt. Feiern kann auch sein, dass man zum Beispiel einfach mit seiner Familie was essen geht. Das ist egal, aber man zelebriert sich selber. Und das ist eben der entscheidende Punkt, ist, was ich sagen will. Und wenn man das halt macht und dann immer wieder zelebriert, dann hat man eben immer wieder solche kurzfristigen Erholungspunkte und auch Zwischenstationen, wo man halt hinsteuert. Wir machen das zum Beispiel im Unternehmen ganz oft. Wir sagen, die Power Week zum Beispiel, da arbeiten wir halt, ihr kennt mich, ich arbeite eh wie ein Blöder, aber in der Power Week arbeiten wir alle zusammen auch gern mal jeden Tag unsere zwischen 12 und 16 Stunden, und zwar das ganze Team, jeder Einzelne. Und das machen wir 5 Tage am Stück, und am Ende bezahlt das Unternehmen, also wir, ich lade alle Mitarbeiter, alle komplett ein, zum Essen, VIP-Bereich im Club und alles und Flaschen und so, einfach als... Weil das einfach so ein Event ist, ja, also dieses, man gibt in der Woche so viel, man realisiert so viel, man schafft so viel, und dann am Ende, dann zelebriert man sich selber, egal ob man jetzt seine Ziele erreicht hat oder nicht. Es ging nämlich nur darum, einfach viel zu schaffen und einfach viel zu machen, und wenn man sich eben dann selber dazu auch überwunden hat, viel Gas zu geben, dann hat man eben auch Erfolg gehabt, und das zelebriert man auch. Und dann hat man auch zum Beispiel, wenn man auch viel Erfolg hat, wenn man viel sich überwindet, dann sieht man auch irgendwann mal so aus wie Coach Mats. Das kann auch mal gut passen. Oh, scheiß auf den Ferrari, ich nehme den Boy. So, nein, aber...
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, bitte, dieses Video, nehmt es so mit dem Learning mit, was ich euch mitgeben will. Steckt euch krasse Ziele, gebt alles dafür und dann belohnt euch aber auch, wenn ihr das schafft, wenn ihr eure Ziele erreicht. Ich habe für mich jetzt auf jeden Fall auch festgestellt, ich werde mir keinen neuen Ferrari holen können, scheinbar allein schon, weil die halt immer nur vergeben werden an Leute, die irgendwie schon Ferrari hatten oder so. Aber ich werde mir sowieso, hätte ich mir einen Ferrari gebraucht geholt, weil ein gebrauchter natürlich wesentlich günstiger ist auch nochmal. Und ich sehe halt nicht, warum ich nochmal 100.000 Euro mehr investieren sollte. Das für heute. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr von Ferrari haltet, was ihr von Lambo haltet, was euer Lieblingsauto ist und ob ihr vielleicht schon euch bisher zelebriert habt, nachdem ihr was gemacht habt, oder ob ihr das jetzt vielleicht mal probieren werdet, dass ihr eben Gas gebt und dann auch eben tatsächlich euch selber zelebriert und eben das Leben genießt auch auf eine gewisse Art und Weise. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin erstmal danke, dass ihr mit dabei wart und Mats und Barok. Good. Ciao. Alles gut. Ciao.